Herzlich willkommen auf dem WeLog von Habitway. Hi zusammen, wir sind heute zu Gast in Berlin im Deutschen Bundestag und interviewen Julian Foje, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Julian, wir kommen gleich zur ersten Frage. Was hast du studiert und wie gestaltete sich dein Weg bis hierher? Ich habe Politikwissenschaften in Bonn studiert, zusammen mit neuerer Geschichte und VWL. Habe dann mein Studium in Bonn beendet, habe dann eine Dissertation begonnen, auch noch immer mit meinem Doktorvater Professor Christian Hacke in Bonn. Bin immer schon nach Berlin gezogen, habe dort ein Stipendium bekommen von der Konrad-Adenauer-Stiftung und bin dann zeitgleich in den Arbeitskreis junge Außenpolitiker der Konrad-Adenauer-Stiftung eingetreten, aufgenommen worden. Habe dann für diesen Arbeitskreis gearbeitet, währenddessen meine Diss fertig gemacht. Und als ich dann gerade fertig wurde mit der Diss, suchte Andreas Nick hier im Bundestag, der ganz neu gewählt worden war, neu reingekommen ist und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses war, ein Mitarbeiter, der sich mit Außenpolitik befasste. Und dann kam meine große Glücksstunde und durch die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Junge Außenpolitiker, wo er anfragte, ob da jemand wäre, der vielleicht gerade einen Job sucht und ich mit meiner fertigen Diss gerade sozusagen auf der Straße stand, hat es perfekt gepasst. Und dann habe ich hier angefangen im Bundestag. Welche Interessen, Voraussetzungen oder Anforderungen muss man mitbringen, um in einem Abgeordnetenbüro des Deutschen Bundestages arbeiten zu können? Ich würde sagen, als erstes sollte man ein politischer Mensch sein, was ja eigentlich schon naheliegt, wenn man Politikwissenschaften studiert hat. Aber ich glaube, wenn man sozusagen sich tagtäglich mit Politik beschäftigt und beschäftigen möchte, ist man auf jeden Fall im Abgeordnetenbüro gut aufgehoben. Und dann sollte man eigentlich die Fähigkeiten mitbringen, die man, würde ich sagen, in einem geisteswissenschaftlichen Studium im besten Fall ohnehin lernt. Also schnelle Auffassungsgabe, Interesse an neuen Themengebieten und Analysefähigkeit. Also sozusagen Themen schnell aufzusaugen, zu verarbeiten und wieder auszuspucken in einer verwertbaren Form für den oder die Chefin. Das wäre so mein erster Impuls. Was macht die Arbeit hier im Abgeordnetenbüro für dich persönlich aus? Auch wieder da natürlich die Nähe zur Politik. Also es gibt natürlich verschiedene sozusagen Nähe gerade an der Politik und im Abgeordnetenbüro ist man natürlich an Entscheidungen schon relativ zumindest nah dran, kriegt sie nah mit. Auch da hängt es wieder von ab, bei wem man arbeitet und sozusagen wie hoch der oder diejenige in der Nahrungskette ist, wenn man so möchte. Aber das macht viel aus. Dann die Bandbreite der politischen Themen. Ist natürlich abhängig, in welchem Ausschuss der oder die Chefin ist, aber auch da kriegt man halt eine unheimliche Bandbreite geliefert, mit der man sich beschäftigen darf und manchmal auch muss. Welche Vorteile bieten sich Berufseinsteigern in diesem Arbeitsfeld? Auf der Sicht der Karriereplanung sagt man auch ganz gerne eigentlich, dass das Bundestagsbüro ein Durchlauferhitzer ist, weil man tatsächlich hier relativ schnell viel über Politik, den politischen Betrieb lernt und so meistens nach 2 bis 4 Jahren viele Leute ja auch wieder rauswechseln aus dem Bundestagsbüro. Man lernt in einem kleinen Team unter Druck zu arbeiten und je nachdem, in welchem Themenfeld man sich beschäftigt, arbeitet man sich auch darin sehr stark ein. Also können wir vielleicht nachher bei Fragen nochmal drauf, was das dann für einen weiteren Karriereweg bedeuten kann. Welche Wege gibt es, einen Job im Bundestag zu bekommen? Tatsächlich gibt es sozusagen verschiedene Schienen, über die man in den Bundestag kommen kann. Zumindest bei der CDU, CSU, wo ich jetzt hier arbeite. Einmal die parteipolitische Schiene. Also es gibt Leute, die halt schon seit wirklich Jugendjahren, in dem Fall in der JU, Jungen Union zum Beispiel, aktiv waren und dann da schon verschiedene Parteiämter inne hatten, mitunter sehr nah dann schon an ihrem zukünftigen Chef, Chefin dran waren. Klassischer Fall ist, dass jemand auch ein relativ junger Abgeordneter, also MdB, in den Bundestag kommt und diejenigen dann auch mitnimmt, sozusagen, die mit ihm vorher zusammengearbeitet haben, im örtlichen Bereich sozusagen. Das ist eine Ebene. Dann gibt es die, wenn man so möchte, fachspezifische Ebene, über die ich reingekommen bin. Also bei mir war es die Außenpolitik, dass ich sage, ich bin ein Spezialist oder habe mich auf jeden Fall darauf spezialisiert, auf den Bereich der Außenpolitik und suche mir dann einen Abgeordneten, der in diesem Ausschuss arbeitet. Und dann noch eine ganz klassische, praktische Ebene ist eigentlich die des studentischen Mitarbeiters oder im besten Fall auch mit einem Praktikum, aber eigentlich studentischer Mitarbeiter ist eine klassische Ebene, dass man sagt, während des Studiums arbeitet man schon für jemanden, der dann, wenn sich was ergibt, etwas sucht. Also das wären sozusagen die 3 Ebenen. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Rat immer, dass man über die studentische Mitarbeit schon einen Fuß in die Tür bekommt. Ich glaube, das gilt auch für andere Jobbereiche, wo ganz viele auch von meinen Kommilitonen dann im Endeffekt ihren ersten Einstiegsjob gefunden haben. Welche Praxiserfahrung sollte man mitbringen für einen Job im Bundestag? Also ganz praktisch im besten Fall schon mal ein Praktikum gemacht zu haben im Deutschen Bundestag, dass man zumindest schon ein bisschen sozusagen Stallgeruch hat und vor allem die Abläufe kennt.
was gerade in Sitzungswochen, also wenn das Parlament tagt, recht hektisch ist, ist das definitiv ein guter Einstieg. Ich habe ein bisschen sozusagen die Glückskarte gezogen, weil ich vorher kein Praktikum im Bundestag hatte, was eigentlich auch ungewöhnlich ist. Also es lohnt sich sowohl im Bundestag als auch in Brüssel im Europäischen Parlament einfach schon mal die Abläufe zu kennen. Und ansonsten ist tatsächlich der Bundestag auch durchaus ein Einstiegsbereich, in dem man als sozusagen in Anführungsstrichen Greenhorn schon einsteigen kann, ohne jetzt wirklich schon einige Jahre an Joberfahrung hinter sich gebracht zu haben. Was immer hilfreich ist, natürlich Geisteswissenschaften immer wieder genannt wird, das Netzwerk. Also mir zum Beispiel hilft es, weil ich vorher für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet habe und vorher ein Magazin gegründet hatte, als Beispiel in dem Fall im sicherheitspolitischen Bereich. Also ich kannte einfach schon viele Leute in der Sicherheitspolitik, internationalen Politik und auch dann mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in dem Fall. Und kann deswegen für meinen Chef sozusagen leichter Informationen bekommen. Und wenn es jetzt ganz praktisch darum geht, Veranstaltungen zu organisieren, weiß ich direkt schon oder wusste schon direkt, wen ich ansprechen kann, was es dann im Endeffekt sozusagen in der tagtäglichen Arbeit nochmal um einiges erleichtert. Also Praxiserfahrung durch Praktika und am besten noch ein Netzwerk mitzubringen. Teile uns gerne deine Fragen zum Thema Jobs und Perspektiven mit, damit wir diese an Experten richten können. Wir freuen uns auf dein Feedback.